Ja, hallo und herzlich willkommen wieder, meine kleinen Ohrklinge. Yay! Ja, neuer Tag, neues Glück, neues Steineklöppeln. Und Hoffnung haben, dass wir, ja genau, nicht runterfallen, sondern halt endlich das Glück haben und eine Slime-Farm zum Laufen kriegen. Oder und beziehungsweise unsere alte Slime-Farm wieder zum Laufen kriegen. Denn die will ja aktuell nicht so, ne? Das ist ein bisschen doof. Muss auch sagen, das frustet mich so ein bisschen. Naja, mal gucken. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Ja, und wenn es hier Nacht wird und alles und überall die Monster... Eisen, sehr schön. Überall die Monster rumlatschen. Wer weiß, vielleicht haben wir dann Glück. Mal gucken. So. Wir setzen erstmal die zweite Etage rein, würde ich sagen. Ne? Mhm. Das ist echt doof. Also, ja... Ich habe jetzt auch nochmal geguckt, ich habe immer noch nichts gefunden, ob jetzt wirklich Slimes im Sümpfen spawnen. Also wir haben es ja letztes Mal probiert, anscheinend ist das ja nicht der Fall. Ach Mann, ey. Huch, ja, sehr schön. Redstone, sehr gut, ach, wunderbar. Damit kann man noch arbeiten, oder? Ja, auf jeden Fall. Kurz das noch mit wegnehmen. Dum, 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 dum. Oh, du glorreicher Redstone. Komm zu mir. Sehr schön. Ja, ein bisschen Erde hier noch. Überbleibsel von irgendwas. Keine Ahnung. Sehr gut. Wir sehen, wir haben so ein bisschen ein Problem mit Steinchen. Das heißt, ich renne jetzt mal kurz... Oh, ich muss was essen. Ich renne jetzt mal kurz hoch, pack in die ganzen Kisten dort die Steine. Und dann, ja, dann gehen wir wieder runter und sammeln die nächsten Steine auf. Ja, genau. Während gerade wieder mein total bescheuerter Nachbar ankam, wieder mit seinem Panzer da die ganze Zeit seine Türen zuschmeißt. Oh, ey, so gern möchte ich ihm mal zuschmeißen, ne? Ja, darf man ja nicht. Nein, auf keinen Fall. Übrigens, wo wir gerade hier von wegen Panzer und irgendwas zuschmeißen und so sind, habt ihr alle denn schon den... aktuellen Trailer zu... Oh, hier sind Steine, genau. Och, wie viel wir hier noch haben. Hey! Zu Just Cause 3 gesehen. Alter Schwede, ist das Hammer, oder? Richtig, richtig gut, muss ich auch sagen. Ich bin sehr stark begeistert. Habe ich eigentlich noch Sachen drin? Monsterzeugs, Glas nehmen, Erde, Keys. Bling, bling. Genau, dann packen wir hier mal in Bling, bling. Packen wir mal dann dementsprechend Bling, bling rein. Das heißt, den ganzen Redstone. Und natürlich die Diamanten, die wir gefunden haben. Achso, habe ich hier irgendwo Gleise oder sowas? Werkzeuge. Nee, dann packen wir auch mal die Gleise hier auch mal zu Bling, bling. Ich weiß gar nicht, wo ich den ganzen Gleise jetzt... Ach ja, stimmt, die habe ich ja... Stimmt, das habe ich ja gefunden. Ja, wie sieht es aus? Nacht? Nee, ist nicht Nacht. Genau, dann packen wir nicht mal das hier rein und dann das. Genau, dann kann das immer schön einschmelzen. Ja, sehr gut. Und dann wieder hinab. Aber ich hoffe, die Spitzhacke geht nicht in die Überwurm. Ja, wobei, wir haben genug. Was hatten die Verzauberung? Effizienz 4, Haltbarkeit 3. Ja, sonst gehen wir zum Zaubertisch und reparieren das dann dort. Beziehungsweise, nee, wir müssen einen Amboss basteln. Habe ich überhaupt schon einen Amboss? Müsste man mal nachschauen, ne? Jo. So, leider immer noch keine Mobs. Ja. Noch kein Slime hier unterwegs. Echt ätzend, ey. Ja, jetzt despawnen schon das ganze Zeugs. Hammerhart, ey. Genau, nochmal Eisen gefunden und so weiter und so fort. Ja, müssen wir mal schauen. Also, wie gesagt, Just Cause 3 kann ich echt nur empfehlen. Zieht es euch mal rein. Sehr, sehr sehenswert. Ist ja auch für mich so ein Pflichtspiel. Ja, mal wieder eins. Aber die ersten beiden Teile waren schon der Hammer gewesen, wobei man sagen muss, beim ersten Teil die Steuerung definitiv, also von den Fahrzeugen, extremst gewöhnungsbedürftig. Und gerade diese Herausforderungen oder diese Missionen mit den Autos, da gab es halt diese Herausforderungen, man muss es dann immer schaffen und alles. Und das hat es echt schon in sich gehabt, ne? Also da musstest du ganz schön Leidensfähigkeit besitzen. Aber wenn man das dann geschafft hatte, wurde man mit tollen Erfolgen und allem drum und dran belohnt. Ich glaube, ich habe damals, ich weiß gar nicht, 960 Gamerscore habe ich, glaube ich, in dem Spiel.
damals gehabt, im ersten Teil. Ich weiß gar nicht beim zweiten Teil, wie viel ich da jetzt habe. Ah, das war auch, also der zweite Teil sah ja auch schon mal total Hammer aus, ne? Das ist, ja, doch, schon ganz schnieke. Ja. Übrigens hat einer gesehen, also ich weiß nicht, ob ihr noch diese ganzen anderen Sachen verfolgt. Es gibt momentan ja hier wieder jede Menge Sachen günstiger. Zum Beispiel bekommt ihr, das fand ich jetzt heftig, den Unterschied, bekommt ihr Angry Birds Star Wars, was ja für die Xbox One gibt, bekommt ihr anstatt für 37 für 7 Euro, also glatt 30 Euro günstiger. Ich muss echt sagen, das ist heftig. Also gut, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Verkaufszahlen da so unheimlich krass waren, denn Angry Birds auf einer Konsole, ja, ist schon... Ich weiß nicht, gewöhnungsbedürftig. Ich habe jetzt einfach mal, weil ich hatte noch so Guthaben von diesem Rewards-Programm, da hatte ich jetzt noch 7,51 Euro. Also irgendwas mit 7,50 Euro war es, hatte ich da noch drauf. Und da habe ich mir gedacht, so, hey, ganz ehrlich, komm, kostet dich ja im Endeffekt dann nichts, ne? Das ist ja dann eigentlich auch schon geschenkt, wenn du da das Guthaben benutzt, was man da bekommt. Machst du das mal. Bin mal gespannt, wie sich das spielt. Ich erwarte da nicht allzu viel von. Allerdings, wovon ich viel, viel mehr erwarte, ist State of Decay. Das Ganze ist ja jetzt seit, ja, für mich jetzt, für euch gestern, ist es ja verfügbar. Ich hatte es ja vorbestellt, die Year One Edition, mit allem drum und dran. Das heißt, wir werden, mal gucken, vielleicht werde ich das Let's Playen auch. Eigentlich hatte ich es vor. Ich musste auch unbedingt noch das Special zeigen, was ich habe. Das ist ein ganz besonderes Bonus-Ding, ja. Hab nur ich. Richtig. Ja, warum ich das nur habe, ja, das werde ich dann auch alles erzählen. Aber da kommen wir später dazu. So. Ja, Orks sind halt beliebt, egal wo man hinkommt. Naja. Aber da müssen wir, glaube ich, noch warten. Da würde ich gerne warten, bis wir dann... Na gut, ich wollte gerade sagen, bis wir Tomb Raider oder Dying Light durch haben. Gut, Tomb Raider dauert noch eine ganze Weile, Dying Light eigentlich auch. Also, müssen wir mal gucken, wie wir das dann gestalten. Ich lasse mir da mal was einfallen. Weil ich hätte nämlich Dying Light, nicht Dying Light, also State of Decay dann schon wieder gerne als Haupt-Let's Play. Also das heißt nicht am Wochenende mit zwei Folgen, sondern so unter der Woche, ne? Fände ich dann persönlich ganz angenehm. Müssen wir mal schauen, wie wir das regeln. Schwierigkeit, ne? Wenn man da momentan so ein längeres Spiel hat wie Dying Light. Einfach mal schauen, wie das Ganze kommt. Aktuell ja spielemäßig, ja, wir nähern uns im Sommer, wir nähern uns der E3, ne? Im Juni ist es soweit. Oh, ich bin echt so gespannt. Und was mich so ein bisschen wundert, ich habe da auch noch gar nichts zu gelesen, ob es jetzt da eine Auflösung gab. Und zwar hatte Xbox, also das der amerikanische Xbox Channel, hatte bei Twitter ein Bild getweetet, wo man aber jetzt nicht direkt sagen konnte, was es ist. Also es hätte, ich sag mal, ein Teil carbonmäßig von irgendeinem Auto sein können, irgendein mechanischer Teil, irgendwas, oder es hätte ein Rüstungsteil sein können, wobei ich eher davon ausgehe, dass ein Rüstungsteil oder ein Fahrzeugteil ist, irgendwie was Brachialeres halt. Ja, viele vermuten darin wieder so eine Art Marketingstrategie, weil man jetzt irgendwas ankündigen möchte. Es hält sich ja jetzt hartnäckig das Gerücht, beziehungsweise verhärten sich die Gerüchte und immer mehr Details tauchen auf, dass es ja eine Neuauflage der Gears of War-Reihe geben soll. Das heißt Gears of War 1, 2 und 3 als Remake für die Xbox One, wobei man das nicht als Bundle, wie zum Beispiel bei der Master Chief Collection, bringen will. Angeblich halt, ne? Sondern einzeln, und man damit Gears of War 1 erstmal anfangen möchte, um ein bisschen rumzuschnuppern, so nach dem Motto, ja, finden das die Leute denn cool, jetzt nach so vielen Jahren, muss man ja wirklich sagen, wenn sie dann nochmal Gears of War 1 zocken dürfen, halt komplett neu aufgemacht. Ich muss natürlich sagen, wir alle wissen, diese Remakes, diese HD-Remakes sind ganz in Ordnung. Bei Halo war das, ja, sagen wir mal, okay, die Zwischensequenzen waren der absolute Hammer, ganz klar. Das hat man ja so heftigst überarbeitet. Im Spiel selbst hat man dann von dieser Überarbeitung, finde ich, nicht mehr so viel gemerkt, was halb das für mich auch ein bisschen enttäuschend war. Ne? Ich bin dann mit einer anderen Erwartungshaltung angegangen. Ich habe mir dann eher so gedacht, so, hey, komplett Remake und so, weil man hat ja die Multiplayer-Maps gesehen, die echt hammermäßig aussahen, und dachte sich dann so, boah, wenn das das Spiel so ist, und dann hat man Teil 1
ist sehr dürftig überarbeitet. Also muss ich sagen, finde ich jetzt nicht so den riesen Unterschied. Klar, es ist halt einfach die 10th Anniversary Edition, also die, die man auf der 360 damals hatte. Also das Remake der Original Halo-Version, was auf der 360 rauskam, hat man halt 1:1 so auf die Xbox One gepackt. Ja, finde ich jetzt nicht ganz so toll, hat einfach nur ein bisschen hochskaliert. Und bei Halo 2, ja klar, ist auch remastered, so wie die halt wie Halo 1. Aber ja, klar, Unterschied auch schon feststellbar und so, aber halt auch nicht das, wo man sagt, yeah, ultra cool, ne, yeah, whoop, whoop. Das halt auch nicht. Also da fehlt so ein bisschen was für dieses whoop, whoop. Ja. Naja. Ist alles nicht so dramatisch. Wir kriegen das schon irgendwie hin und werden irgendwie Spaß dran haben. Also gut, also ich muss sagen, mit Halo habe ich sowieso Spaß. Soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel irgendwie schlecht ist und ich da keinen Spaß dran habe. Nein, auf keinen Fall. Aber wie gesagt, man hat halt nur was anderem gerechnet einfach. So, jetzt müssen wir mal gucken. Genau. Ja, dann geht sich das sogar auf. Sehr schön. So, das heißt, hier und hier. Ha. Und dann halt immer, hier sind es zwei. Genau. Und so. Ah, das geht genau auf. Ist das der Hammer? Ach, sehr schön. Dann haben wir es nämlich hell genug. Und ich wollte mir keine Gedanken machen, dass da gleich irgendwas Böses spawnt, was da nicht spawnen soll. Und wir sehen, es ist ja eigentlich hell genug hier. Also das ist definitiv ausreichend. So, ah, sehr schön. Ja, es müssen eigentlich nur noch die Slimes spawnen. Ne? Ja, das ist jetzt eigentlich das Einzige, was uns noch so fehlt zum Glück. Hoffen wir mal das Beste. Vielleicht haben wir hier unten Glück. Manchmal, wenn man auf der oberen Etage war, sind hier unten welche gespawnt, aber da haben wir wohl kein Glück. Ich verstehe es auch nicht. Also es muss sich wirklich was geändert haben, dadurch, dass wir die Welt importiert haben. Dass halt in diesem Fall dann halt die Slimes hier nicht mehr spawnen. Ja. Echt doof. Wie wollen wir dann die ganzen tollen Sachen bauen? Ich weiß es echt noch nicht. Wenn nicht, muss ich mir noch irgendwas anderes einfallen lassen. Also man kann ja, man könnte jetzt mit Kies und Sand viel arbeiten, ne? Weil man dazu nicht unbedingt die braucht, aber ja, macht auch wenig Sinn. Ja, wenig bis gar keinen Sinn macht das, ehrlich gesagt. Für meine Kühe. Ja, sehr schön. So, achso, habe ich eigentlich Eier? Ja, wir haben Eier bekommen, sehr schön. Mal gucken, wie viel haben wir denn jetzt? Ah, vier. Also, ja, stimmt, da oben sind nicht mehr so viele Hühner drin, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Hat das auch mit der Zeit stark nachgelassen. Aber wir hätten genug Steine, wenn es darauf ankommt. Erde und Kies. Und irgendwie da nichts. Das heißt, den Kies packen wir mal hier hin. Das war falsch. Muss ja hier ordentlich sortiert sein, ne? Oh, und die Erde kann dann auch damit hin. So. Ich glaube, hier haben wir wirklich alles leer geräubert damals, ne? Als wir das Lager verlegt haben. So, jetzt habe ich nur mein Bling-Bling. Das können wir alles mitnehmen. Das ist nicht so dramatisch. Schaffen wir sogar alles ins Inventar reinzunehmen. Yes, sehr schön. So, jetzt ist auch noch Nacht draußen. Ich muss sagen, auf der Xbox kommt die Nacht irgendwie noch dunkler rüber und undurchsichtiger als auf dem PC. Kann aber auch einfach am Texturenpaket liegen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, stimmt, haben wir das Gold. So, und hier noch das Nichts. Das auch nichts. Und hier? Auch nichts wirklich. Denke, grübel, grübel. Wir sollten, ich sag mal, wir sollten die Steine, zumindest einen Teil davon mitnehmen und mal gucken, was wir damit anfangen können. Und dann schauen, dass wir vielleicht dann irgendwie, ja, dann doch Slimes finden. Ja, ich muss ja irgendwie diesen Geheimeingang basteln. Ach Mann, ey, das ist doch alles doof. Naja, machen wir erstmal Schluss für heute. Ich würde mal sagen, wir sehen uns ja dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mister.